Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Yu-Gi-Oh! Boosterbox an. Boosterbox Opening, Boosterbox Unboxing wahrscheinlich, aber ist ja das gleiche. Auf jeden Fall machen wir heute das neue Set Phantom Rage raus, 5.11. war Release. Meine Bestellung hat sich leider ein bisschen verzögert, aber 6.11. passt auch noch. Und ja, English First Edition wie immer eigentlich. Und wir crack open das Baby. Wir machen eine auf erstmal. Vielleicht mache ich nochmal eine auf. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Es sind Starlight Rares in dem Set. 5 Stück an der Zahl. Die natürlich preislich auch wieder gigantische Payback-Summen bieten. Also die günstigste ist jetzt gerade in diesem Augenblick für 180 Euro auf Card Market. Also die günstigste. Die teuerste kostet 350. Also doppelt so viel. Und ja, ist auf jeden Fall ziemlich heftig. Also wenn man da eine zieht, dann hat man Minimum 4 Displays raus. 3 Displays und bis zu 4 Displays. Also, oder halt noch viel mehr, je nachdem, welche man zieht. Also ist schon ziemlich krass. Genau, ansonsten gibt es auch ein paar gute Secret Rares. Die teuerste knapp 50 Euro aktuell. Ein paar gute Ultra Rares und ja, Super Rares sind, glaube ich, auch ein, zwei ganz gute dabei. Alle Karten habe ich jetzt natürlich noch nicht im Kopf preislich, aber es geht, sage ich mal, wie immer um die Big Pulls. Starlight wäre natürlich nice, aber pro Case, ich glaube, da schwanken die Meinungen. Also ich meine, 25% Chance ist es, pro Case eine Starlight Rare zu ziehen, also 1 in 48 Displays quasi. Aber wie legit diese Angaben sind, die da immer rumgeworfen werden, weiß ich ehrlich gesagt leider nicht. Aber ja, so viele Displays, wie ich schon geöffnet habe und wo theoretisch hätten Starlight Rares drin sein können, aber nie eine drin war, bin ich auch der Meinung, dass es ungefähr ein Display in 48 ist. Und selbst dann kannst du immer noch 480 Stück öffnen und immer noch keine bekommen, weil garantiert ist es eben nicht. Genau. Und ja, dann öffnen wir das Ganze auch mal. Wir haben 24 Packs wieder mit 9 Karten pro Booster. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt. Ich glaube, die haben hier hinten, entweder haben sie was geändert oder es fühlt sich einfach nur komisch an, weil ich letztens Pokémon-Karten aufgemacht habe. Wahrscheinlich fühlt es sich deswegen jetzt noch wieder komisch an. Genau. Pro Pack ist eine Foil, also wie eigentlich üblich mittlerweile. Keine Rares. Und insgesamt in dem Booster-Set, stimmt, das müssen wir uns vielleicht noch kurz angucken, sind es, hier 50 Common Cards, 26 Super Rares, das ist echt vieles, 14 Ultra Rares und 10 Secret Rares und eben die 5 Starlight Rares. Also das Pack, das Set ist stacked mit guten Karten und vor allem mit vielen Karten. Und ja, es gibt auch irgendwie, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube 17 neue Karten, also 17 brandneue Karten, die es noch nie vorher gegeben hat. Also keine Reprints, sondern 17 komplett neue Karten, was auch ziemlich nice ist. Genau. So, dann fangen wir mal an. Ich habe jetzt schon ein Display aufgemacht. Raid Raptors Phantom Knight's Claw. Genau, das Thema des Sets, Phantom Rage, Raid Rampage. Also es sind viele Phantom Knight Karten oder Phantom Knight Support Karten vor allem auch drin. Und was soll ich jetzt gerade noch sagen? Stimmt, ja genau. Und ich habe heute schon eine Box davon aufgemacht, vorher erst. Und da haben wir tatsächlich die zwei teuersten Secret Rares gezogen. Die zwei zweit- und drittteuerste Secret Rares. Die teuerste war nicht dabei. Aber die zweit- und die drittteuerste Secret Rare. Und die sehen echt geil aus. Also ich hoffe, dass wir das hier nochmal wiederholen können. Aber bei meinem Glück wahrscheinlich wieder nicht. Die Karte hier finde ich auch ziemlich interessant. Ist einfach ein Pfeil, der da abgeschossen wird. Aber ich finde, das sieht aus wie jemand, der gerade einen Baseball geschlagen hat. Alright. Infernoble Knight, Captain Oliver. Auch wieder Infernoble Knights drin. Oh, der ist ja ziemlich gut gecentert tatsächlich. Set hat nämlich wie immer Centering-Probleme, aber die Karte war eigentlich ziemlich gut gecentert. Da kann man tatsächlich mal gar nichts sagen. Seltsamerweise. Alright. Und wie immer würde ich mich selber ein Like auf dem Video freuen, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Rückseite hat auch leider wieder Damage teilweise bei den Karten. Und ja, könnt mir gerne mitteilen, was ihr von dem Set so haltet. Also ich finde die Karten und vor allem die Artworks ziemlich, ziemlich cool. Also auch die Common Cards, wie die hier zum Beispiel, sehen echt nice aus. Es sind sehr viele coole Karten im Set und halt auch eben sehr viele neue Karten, die man gar nicht kennt. Back-to-back Captain Oliver, alright. Und der ist deutlich schlechter gecentert. Ah, schade. Genau. Und außerdem, wenn ihr selber Yu-Gi-Oh! Karten sammelt oder auch Pokémon-Karten sammelt, ich habe zwei Links in der Beschreibung, jeweils zu meinem Card-Market-Profile, einmal für Yu-Gi-Oh! Und einmal für Pokémon und biete auch verschiedene Produkte an, Einzelkarten sowie auch Sealed Displays, Sealed Boxen, Decks, Structure Decks und so weiter und so fort. Also wenn ihr Interesse habt, checkt auf jeden Fall die Links in der Beschreibung ab. Würde mich auch sehr supporten und wenn ihr euch anmeldet auf Card-Market, gebt beim Registrieren Spielestyle an, beim Empfehlungsprogramm,
Das würde mir auch weiterhelfen und hat für euch keinen Nachteil. Mutant Beast? Mutant. Ah ja, von dem Artstyle habe ich schon mal gehört. Ich glaube, im Vorfeld. Nice Karte. Sieht auch cool aus. Alright. Noch keine Ultra und noch keine Secret Rare. Also wie gesagt, man zieht, oder ne, das habe ich noch nicht gesagt, man zieht pro Display, erwartungsgemäß zumindest. Ach du heilige Scheiße. Haben schon, also die Ecke ist halt fast ab. Die Ecke von der Karte ist halt fast ab. Das ist halt. Also das kann es eigentlich nicht sein. Das kann es eigentlich wirklich nicht sein. So, sorry, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, pro Display zieht man zwei Secret Rares, normalerweise vier Ultra Rares und eben pro Pack eine Super Rare, also was auch immer dann übrig bleibt. 18 müsste es sein. 18 Super Rares, beziehungsweise stimmt es nicht mal, weil es kann natürlich noch eine Starlight Rare drin sein und die kann random einen Spot taken. Also die kann eine Super Rare setzen, die kann eine Ultra Rare setzen, die kann eine Secret Rare setzen oder sie kann auch einfach extra drin sein. Beziehungsweise dann ersetzt sie eine Super Rare. Ja, das habe ich gerade schon gesagt. Ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, das sind so ungefähr die Odds. Kann natürlich sein, dass es mal nicht zutrifft. Das steht auch immer auf den Packs drauf. Keine Rarity ist irgendwie garantiert. Also damit sichern sie sich auch immer ab. Also wenn man mal eine Errorbox hat, wo das mal nicht zutrifft, wo man tatsächlich mal nur eine Secret Rare bekommt. Oder nur eine, oder weniger Ultra Rares, weniger Super Rares oder keines, oder na gut, keine Starlight Rare. Das hast du in fast jedem Display. Ihr wisst ja, wie ich es meine. Auf jeden Fall, da haben sie sich ja immer abgesichert. So, wenn die Kamera fokussieren würde. Ach, das ist wieder sein Gesicht, ne? Naja. Genau, die sieht auch cool aus. Strangelanius. Bin auf jeden Fall froh, dass die Holo-Karten im Set oder in den meisten Sets immer in der Mitte sind. Da kann sowas wie hier dieser Back-Damage, der fast bei jedem neuen Set mittlerweile der bei den Karten leider dabei ist, wenigstens selten die gute Karte treffen. Und da ist es halt schon wieder. Ich öffne das Pack und das Erste, was ich sehe, ist eine umgeknickte Ecke. Das kann halt nicht sein. Oh mein Gott. Gott, das. Wow. Also, die Karte kann man halt legit nicht erst mit in ihrem Mint verkaufen, wo sie frisch aus dem Booster ist. Das ist halt lächerlich. Ich meine, es ist nur eine Common-Karte und die wenigsten Common-Karten im Set sollten überdurchschnittlich viel wert sein, aka nicht viel oder sehr wenig. Aber trotzdem ist das halt hardcore lächerlich. Dual Avatar Fist Yuhi. Oh, gefällt mir. Der Background von der Karte ist ziemlich nice mit den, I guess, Bambusbäumen. Alright, Tool-Avatar-Karten. Von denen habe ich tatsächlich noch nie gehört. Ich weiß nicht, ob die ganz neu sind oder ob die nur erweitert wurden mit dem Set. Das weiß ich leider nicht. Ich bin ja leider kein Spieler. Ich sammle ja eigentlich hauptsächlich nur sammeln, tauschen und verkaufen. Das ist ja eher so mein Ding. Spielen tue ich leider nicht so viel, außer die Videospiele. So, also langsam wird es mal Zeit für die erste Ultra oder Secret Rare. Gizmec Makami, the Ferocious Fanged Fortress. Damn. Das ist ein Fortress? Wow. Die Karte sieht nice aus. Auch wieder relativ gut gecentert. Also, es ist nicht perfekt gecentert, aber besser wird es halt nicht. Also, das ist das Traurige dran. Die Secret Rares, die wir vorhin gepult haben, die waren halt so heftig off-centered. Das ist schon wieder so lächerlich. Und vor allem beide exakt gleich off-centered. Also, da haben sie wieder irgendwie die Maschine nicht richtig eingestellt oder was weiß ich was. Aber es ist halt schon wieder so lächerlich. Und die Karte ist mal relativ in guter Condition, die auf der Rückseite. Beziehungsweise die letzte Karte im Pack. Ausnahmsweise mal in guter Condition. So, jetzt aber Ultra Rare. Oh, die Joyous Melfis. Ja, wieder Melfi-Karten in dem Set. Immer noch keine Ultra, oder? Habe ich schon eine Ultra? Jetzt muss, ohne Spaß, ich muss mal kurz nachschauen, ob ich nicht schon eine Ultra Rare geskippt habe. Das kann ja gar nicht sein. Nee, tatsächlich. Krass. Okay. Sind gleich mit der Hälfte durch und noch keine Ultra oder Secret Rare. Aber ich hoffe, ich hoffe, ich habe jetzt keine Errorbox erwischt, wo nur Super Rares drin sind. Ich würde mich erschießen. Spaß. Penguin Brave, auch eine coole Karte. Virtual World Dragon Long Long. Okay. Bei den Namen werden sie auch immer. Aber ohne Spaß, mal abgesehen vom Namen, wie derbe geil sieht diese Karte bitte aus. Oi, da. Die sieht halt legit übel geil aus. Damn. Alter Schwede.
Das ist eine saugeile Karte. Das sage ich echt selten, vor allem bei der Super Rare echt selten, aber das ist wirklich eine. Das war eine der coolsten Super Rares, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Oh mein Gott, ey, schaut euch die. Ach. Ey, ich kotze hier gleich auf dem Schreibtisch. Es wird ja immer schlimmer. Zieht euch diese Karte rein. Zieht euch das rein. Die Karten, die ich vor 20 Jahren in meinen Schrank gelegt habe, sehen besser aus als die. Das ist, ey, wirklich, also. Wenn es so weitergeht, dann muss man sich echt nochmal hart überlegen, ob man hier. Jetzt haben wir es uns schon angeschaut. Ob man hier wirklich noch so Lust auf die neuen Sets hat. Also ohne Spaß. Ich meine, es ist nicht bei jeder Box. Das Problem ist halt, wenn die Maschine wirklich mal für ein Set verrutscht ist oder die Platte oder was auch immer beim Druck irgendwas halt mal verrutscht ist oder so, kann es sein, dass, keine Ahnung, jetzt nehmen wir mal an, die drucken 100.000 Displays und das ist halt bei den letzten 250 verrutscht oder so. Dann haben 99.750 Leute ihr Display absolut in Ordnung und du erwischst das Beschissene. Das kann natürlich passieren, ja, aber wenn es passiert und ja, da freut man sich ja nicht gerade drüber und sowas sollte halt schon selten passieren. Passiert aber meiner Meinung nach deutlich zu häufig. Und wir haben eine nice Karte, den Mutant ST46. Das habe ich vorher schon gesagt, die Karte haben wir vorhin schon gepult. Das ist auch ein derbe geiles Artwork. Also ich finde, ohne Spaß, ich finde, die Karte sieht so freaking nice aus. Das ist echt eine saucoole Karte. Sehr dunkel, also viele Karten im Set sind sehr dunkel, wo der Holo-Effekt vor allem von der Super Rare jetzt nicht so krass zur Geltung kommt. Aber ich finde, das sieht einfach nur richtig, richtig nice aus. Coole Yu-Gi-Oh!-Karten mal wieder, also richtig cool. Es gab ja auch schon Sets, wo die Karten, ich will jetzt nicht sagen schlecht aussahen, es gab noch kein Set, wo keine gute Karte drin war oder keine gut aussehende Karte drin war, aber ja, also es gibt auch Sets, wo man jetzt sagt, okay, ist jetzt nichts Besonderes, aber in dem Set hier, hell no, also die Karten sind sick. Safe Call. Die Infernity Wildcat. So, Showers the Secret Rare. Infinity Doom Archfiend, den hatten wir gleich vorhin schon mal. Alright. Achso, wie war eigentlich Centering bei der Ultra Rare? Habe ich gar nicht genau drauf geachtet. Geht unten ein bisschen zu dünn, unten ein bisschen zu dick, rechts ein bisschen dicker als links. Aber es geht. Könnte schlimmer sein. Muss man sich, wie gesagt, schon fast drüber freuen. Was außerdem auffällt in dem Set, es sind sehr viele Zauber- und Feinkarten drin. Viele Booster-Sets des letzten Jahres vor allem, also 2019 und auch 2020. Hatten extrem viele Monsterkarten, also meistens war der Stack von den Monsterkarten drei oder zwei oder dreimal so hoch wie der von den Zauber- und Feinkarten. Aber in dem Set tatsächlich ziemlich ausgeglichen, also ungefähr gleich. Hinesumi Hanabi. Das ist auch eine schöne Karte. Und Starlight Rare. Dogmatica Ashian. Alright. Das ist auch eine nice Karte. Centering geht eigentlich das gleiche wie bei der anderen Ultra Rare. Rechts, links und oben, unten. Ja, eigentlich genau das gleiche. Alright, also haben wir unsere zwei Ultra Rares. Das heißt, es fehlen noch zwei Ultra Rares und noch zwei Secret Rares. Also es fehlen immer noch beide Secrets. Oder beide Starlights. Ja, aber ich glaube, das ist noch nie passiert, dass jemand in einem Display mehr als eine Starlight gezogen hat. Ich glaube, das ist auch actually unmöglich. Ich meine, theoretisch, wenn sie einen Fehler machen würden, wäre es wahrscheinlich schon möglich, aber ich denke nicht, dass das realistisch passieren kann. Dann Mutant Beast hatten wir schon. Ja, schlecht gecentert leider. Also hier, vier Feindkarten am Ende, kein einziges Monster. Das ist selten. Das ist wirklich selten. Show me the money. Show me. Ohne Spaß, ich habe noch nie in meinem Leben eine Starlight Rare gezogen. Also irgendwann wird es wirklich mal Zeit. Oh, ich glaube, es waren gerade zwei Karten. Nein, war es nicht. Okay, passt. Mutant Cry. Ist es. Na, ist er nicht, glaube ich. Ja, ihr wisst schon, wen ich meine. G. GEH heißt er doch. Diese riesige Schlange da. Aber ich glaube, das ist er nicht. Perfect Sync Aeon. Cool. Die Karte sieht auch nice aus. Alright. Immer noch keine Secret Rare. Immer noch keine Secret Rare. Alright. Das
Vielleicht hat es sich leicht öffnen lassen. So. Starlight Race sieht man halt so leicht, ne? Weil die am Rand so krass aufblitzen. Ich muss das Pack echt tight halten, aber keine Sorge. Ich denke nicht, dass ich auf diesem Kanal jemals eine Starlight Ray in der Hand halten werde. Zumindest keine selbstgezogene. Alright. Die Karte sieht auch sehr cool aus, finde ich. Allgemein diese Firefist-Karten und so, die sind teilweise richtig, richtig nice. Gut, das ist jetzt Dual Avatar Fist, aber ich denke mal, es ist ähnlich. Es sind ja auch Varior-Karten und so. Wird wahrscheinlich in eine ähnliche Riesche fallen. Aber ich finde die Artworks von solchen Karten meistens ziemlich nice. Auch wenn sie oft leider nicht so viel wert sind, weil sie nicht so viel gespielt werden. Na gut. Alright, wie viele Booster haben wir denn noch? Auf jeder Seite noch 4, glaube ich. Das heißt, jetzt müssten dann bald die ersten Secret Rare Pulls kommen. Oder ich wurde gescammt. Factory Scam quasi. Okay, ich sollte aufhören, das zu sagen. Am Ende passiert es irgendwann nochmal. Oh! Uff, die Schrift kann man ja gar nicht lesen. Es ist ein Virtual Void Kyuubi Shen Shen. Ich guck mal kurz auf meine Liste, die ich hier nebenbei offen habe. Ja, ist eine 5 Euro Secret Rare, aktuell zumindest. Ja, ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht, würde ich sagen. Sieht cool aus und hat tatsächlich die gleichen Centering-Issues wie die anderen Secret Rares, die ich heute schon gesehen habe. Oben extrem dünn, links, rechts ist eigentlich in Ordnung und unten halt extrem dick. Rückseite ist, glaube ich, von rechts nach links off-centered. Yes, von rechts nach links. Also die Secret Rares sind alle gleich off-centered. Kann es aber natürlich sein, wie gesagt, dass die beiden Displays, die wir jetzt geöffnet haben, aus der gleichen Case waren. Die Case wurde auf der gleichen Palette, die Secret Rares davon wurden auf der gleichen Palette gedruckt oder was auch immer, mit der gleichen Einstellung. Und dann hat es die halt quasi erwischt. Aber, naja, ich will die gar nicht in Schutz nehmen, deswegen brauchen wir gar nicht drüber reden. Oh, aber die sieht richtig nice aus. Das ist eine coole Karte. Das ist wirklich eine coole Karte. I like it. I like it a lot. So, dann fehlen uns immer noch 2 Ultra Rares und immer noch 1 Secret Rare. Alright. Wie gesagt, die teuerste Secret Rare geht für knapp 50 Euro über den Tisch. Dafür kriegt man ein Display aktuell. So. Oh, das wäre jetzt nice. Oh, na, ja. Ich dachte kurz, es wäre eine Ultra Rare, weil ich den Secret Effekt nicht richtig gesehen habe. Ich wollte schon sagen, es wäre jetzt nice gewesen, wenn wir jetzt Back-to-Back Secret Rares gezogen haben. Haben wir auch. Und das ist die nächste Secret Rare, die leider auch nur 5 Euro wert ist. Zum aktuellen Zeitpunkt der Ark Rebellion Xyz Dragon. Sieht richtig nice aus, aber man sieht den. Ich muss mal die anderen Karten kurz ablegen. Passend zu Halloween, by the way. Auch wenn Halloween schon wieder eine Woche her ist. Ich habe den Secret Rare Effekt. Also, ich habe die Karte erst so gehalten, da dachte ich mir, es ist eine Ultra Rare, weil ich habe nur gesehen, dass sie Schrift glitzert. Und ja, habe nicht ganz gesehen, dass es eine Secret Rare war. Wow! Aber wenn man es im richtigen Winkel hält, dann sieht die Karte richtig nice aus. Cool. Alrighty. Ja gut, das war's mit den Secret Rares. Wie gesagt, rein theoretisch kann jetzt trotzdem noch eine Starlight Rare drin sein. Also das heißt nicht, dass wir jetzt hier schon over sind. Rein theoretisch könnte es trotzdem passieren. Und nach den beiden ultra schlechten Secret Rares hätte ich es eigentlich auch verdient. Aber, hey. I doubt it. I highly doubt it. Virtual World Roshi Lao Lao. Oh, sieht nice aus. In Mid-Motion quasi. Alright. Bei den Ultra-Rares weiß ich gar nicht, was da die teuerste ist. Ich sehe es hier gerade gar nicht. Oder die beste. Aber doch, es ist eine Zauberkarte tatsächlich. Ein Luftangriff der STA-Brigade. Okay. Keine Ahnung, was eine STA-Brigade ist. Aber wir werden es hoffentlich rausfinden, wenn wir sie vielleicht zweimal ziehen werden, diese Ultra-Rare. Oh, Virtual World Beast Geo Geo. Damn. Also diese Virtual World Beasts Karten sind echt nice, muss man sagen. Sehen ein bisschen abgespaced aus, aber not bad. Leider auch off-centered. Alright. So, jetzt habe ich ein Pack zu viel von der rechten Seite aufgemacht. Sadly. Also 4 Packs haben wir noch insgesamt. Jetzt kommt zweimal links. Mutant Arsenal,
Die Karte sieht dirty aus, nice. Können wir jetzt ein bisschen schneller durchgehen? Ich muss sagen, dafür, dass es 50 Common Cards gibt, sieht man irgendwie pro Pack trotzdem immer die drei gleichen. Es kommt mir wahrscheinlich nur so vor, aber ich muss sagen, es ist eigentlich ein relativ großes Set, aber mir kommt so vor, als würden wir ziemlich viele Wiederholungen bekommen. Aber gut, was mir so vorkommt, was tatsächlich so ist, sind nochmal zwei ganz andere Sachen. Und, das heißt, unsere letzten beiden Packs sollten zumindest Virtual World City Kowloon. Nice, es gibt ja tatsächlich eine Stadt, die Kowloon heißt. In Asien. Ich glaube, in. Na, ich sag besser nichts, aber gibt es tatsächlich. Das heißt, wir haben jetzt zwei Ultra Rares. Und das muss jetzt zweimal der Luftangriff der STA-Brigade sein. Die Karte gibt es sogar. Moment mal, sehe ich das gerade richtig? Die Karte gibt es in Secret Rare und in Ultra Rare. Tatsächlich. Interesting. Das gibt's nicht oft, dass es eine Karte in zwei höheren Rarities pro Set gibt. Und keine davon ist eine ultra seltene Rarity wie Secret Rare, Starlight Rare oder wie Starlight Rare, Ghost Rare oder sonst irgendwas. Okay, dann gucken wir mal. Das heißt aber auch automatisch, dass wir eigentlich keine Starlight Rare kriegen, außer wir kriegen statt einer Ultra Rare eine Starlight Rare. Der Raider's Knight, das ist eine verdammt coole Karte. Wertmäßig leider nicht so weit oben. Ja, leider nicht. Aber trotzdem eine coole Karte. Cooles Artwork. Irgendwie mal die coolen Karten sind teilweise auch die wertlosesten. Interesting, wie sie das macht. Aber was Wert hat, bestimmt ja eigentlich nur die Meta vom Spiel. Oder nicht nur die Seltenheit natürlich auch, aber unter anderem die Meta des Spiels. So. Cupid 4. Alright, also ich gehe nicht davon aus, dass wir eine Starlight ziehen, das wird jetzt wahrscheinlich noch eine Ultra Rare sein. Bitte Luftangriff der STA-Brigade, sonst haben wir hier wieder Hardcore-Minus des Todes gemacht. Dual Avatar Empowered Con-Geo oder Geo. Uff, das ist ziemlich genau das Gegenteil von einer Luftangriff der STA-Brigade. Ist auch eine ultra coole Karte, sieht richtig nice aus mit der goldenen Rüstung. Die Karte, das ist actually, und vor allem das Centering ist auch, naja, wobei. Ich meine, das ist besser als bei den meisten Ultra und Secret Rares, die wir gezogen haben. Oder die ich jetzt aus dem Set gesehen habe. Aber, na, wird es heute noch was mit fokussieren? Nope. Achso, weil ich dein Gesicht wieder aufgedeckt habe. Ja, jetzt. Naja, die Karte sieht echt, echt cool aus. Damn. Alright. Haben wir noch XYZ's Import. Und ein paar Commons. Alright, das war's mit Phantom Rage English First Edition. Wir können jetzt nochmal kurz unsere Pulse angucken. Die Super Rares gehen wir jetzt nicht nochmal durch. Ich glaube, wir hatten relativ wenige Doppelte. Ich glaube, drei, zweimal. Keine dreimal, wenn mich nicht alles täuscht. Unsere beiden Secret Rares waren der Ark Rebellion XYZ Dragon oder XZ Dragon und der Virtual World Kyuubi Shen Shen. Und unsere Ultra Rares waren Dual Avatar Empowered Con-Geo, der Raider's Knight, was echt cool aussieht. Erinnert mich ein bisschen an den Lich King von World of Warcraft, so ein kleines bisschen. Dogmatica Aeshian und Mutant ST46. Genau, und das war's mit dem Opening. Wie gesagt, ich würde mich immer freuen, wenn ihr einen Like, Kommentar und auch ein Abo auf dem Video da lassen könntet. Checkt meine Links in der Beschreibung aus. Auf CardMarket würde mich auf jeden Fall unterstützen. Und da könnt ihr auch eure Karten bestellen. Und ja, dann, wie gesagt, sehen wir uns beim nächsten Mal. Lasst auf jeden Fall noch einen extra Kommentar da, wenn ihr noch mehr Phantom Rage sehen wollt. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich noch mehr aufmachen werde. Das muss ich mir noch überlegen. Auf jeden Fall, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's kurz rein und ciao, ciao.